Hallo ihr Lieben, hier ist Ritze Kocht und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie man hier ein Kräuterbouquet bindet. Das Kräuterbouquet habe ich euch schon gezeigt, wann ihr das verwendet, zum Beispiel bei Soßen, Fonds, wie auch immer, oder bei einer schönen mediterranen Tomatensuppe, Tomatensugo. Wenn ihr das kocht und ihr möchtet nicht die Kräuter da einzeln wieder raussammeln, dann macht ihr euch ein Kräuterbouquet fertig. Ich habe hier ganz einfach nur den Strick, frisch geschnittene Kräuter wie Rosmarin, Thymian und Oregano, gerade frisch geschnitten im Kräutergarten von der lieben Susi. Also ihr nehmt euch hier die Kräuterchen, nehmt euch den Küchenstrick, den Küchengarn. So, dann macht ihr hier ein feines Knötchen rein. Am besten doppelt. So, oder macht noch einen dritten drauf. Alle guten Dinge sind drei. Hep. So, und dann habt ihr das hier an einem Strick dranhängen und hängt das in euren Fond rein, euren Sugo rein, und nach Garzeitende zieht dann einfach raus und das Aroma ist voll in eurem Fond. So soll es sein. Also in diesem Sinne, haut rein, viel Spaß und weiterhin folgen. Danke, ciao.